Willkommen zu einer neuen Social Movie Night in Berlin mit sehr jungen und verdammt erfolgreichen Co-Hosts. Millionen Follower haben nämlich Lisa und Lena. Und heute geht es um einen Animationsfilm. Film für die ganze Familie, viel Spaß, nämlich Pets, neuer Film von Illumination. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ganz viel Spaß bei dem Video zur Social Movie Night zu Pets. Kuchen, ist es soweit? Nein. Okay. Und jetzt? Ich mag auch nicht. Hast du dich jemals gefragt, was deine Haustiere so denken? Worüber sie reden? Hi, wie geht's denn so? Und was sie machen? Wenn du nicht zu Hause bist. Bei der Puderquaste ist wohl eine Schraube locker. Nein. Nö. Nein. Das ist jetzt meine Wohnung und mein neues Körbchen. Hallo Max, wer ist der neue Mitbewohner? Den sind wir bald wieder los. Hey Max! Warte! Max ist verschwunden! Schönen guten Abend! Meine Damen und Herren, hier sind Lisa und Lena! Moment, warte. Lena und Lisa. Das war total einfach, nur so als kleinen Tipp. Lena ist die größere von beiden. Haustiere, ist euch ein Begriff? Habt ihr selber welche zu Hause? Ja, wir haben zwei Katzen. Zwei Katzen? Ich hab drei. Im tiefsten Neukölln, wo man auch mit schusssicherer Weste, super. Da habe ich synchronisiert. Wo habt ihr synchronisiert? Dahlem? Wart ihr in Neukölln? Ja. War cool. Das war voll nett. Das war aber total ich habe in Neukölln noch nie eine schusssichere Weste gebraucht. Noch nie? Ich bin da groß geworden. Ich bin nur gut im Ausweichen. Ach, das ist es halt. Du bist ein Tacken jünger. Du bist schneller. Ich bin halt einfach träge. Aber ist es denn wirklich so einfach, so als Schweizerin dann herzukommen und dann sagen sie, jetzt reden Sie mal bitte Hochdeutsch? Nein, das ist gar nicht mal so einfach gewesen. Weil sonst rede ich ja eigentlich so. Ja, ich weiß. Genau. Was hast du gesagt? Ich finde euren Freund. Ich fühle mich heldenhaft. Etwas nass, aber ich sehe trotzdem gut aus. Gut sicher. Alle sich deswegen total freuen. Ich finde Spaß, was ist los? Wir könnten ja zum Beispiel ein Stück Kuchen anschneiden. Wir können Torte anschneiden. Das ist immer wieder eine schöne Sache. Ach, bei ihm? Dann geht das? In die Mitte oder einmal durch? Mhm. Quer, ich will das durch den Hundekopf. Das ist doch hart. Nein, ist für die Fans. Oh. Okay. Danke, Robert. Wir haben uns jetzt gemeinsam gerade Pets angeschaut. Eure Meinung? Der Film war ziemlich gut. Ich war ziemlich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut wäre. Ich fand den Film sehr süß. Also erst habe ich gedacht, okay, gut, Animationsfilm könnte ein bisschen vorhersehbar sein, aber die so. Charaktere wurden sehr gut rausgearbeitet und zwar schon sehr geil. Sehr gut, war echt lustig und echt ein cooler Film. Ich fand ihn toll, er war sehr lustig und eigentlich fand ich alle Charaktere total toll und hab sie jetzt alle irgendwie gern. Er war lustig, er war echt cool. Es war schön, hat Spaß gemacht. Ich fand alles sehr cool. Eigentlich nichts Bestimmtes, aber der Hase, den fand ich echt lustig. Abschließend nochmal, Pets ist der Film für die ganze Familie, wenn man sehr, sehr viel lachen will und auch dabei keine Träne verliert. Robert Hofmann, der mir die Hand nicht zurückreicht. Dankeschön. Bedanke ich mich mit deiner Meinung und dir einen schönen Abend noch. Danke Ihnen auch.
Sie hat mich gesiezt. Und wieder sind wir am Ende einer Social Movie Night und dieses Mal zu einem großen Animationsfilm, was eine besondere Sache ist, weil man damit einen Film hat für die ganze Familie. Bei Pets kann groß und klein lachen. Was haben wir heute gesehen? Wir hatten ein sehr junges Publikum, ein sehr vielfältiges Publikum. Alle hatten Spaß und genau das liebe ich an der Social Movie Night, dass viele, viele verschiedene Menschen zusammenkommen und einfach gemeinsam genießen. Und dann bei einem Film, der einfach Freude macht. Wer Animationsfilme liebt, so wie ich, sollte sich auf jeden Fall den 28. Juli anstreichen. Da startet Pets in den deutschen Kinos. Ich habe ihn sehr gefeiert und großen Spaß gehabt und kann ihn nur weiterempfehlen von tiefstem Herzen. Und es war wieder ein toller Abend und ich freue mich jedes Mal, so viele lachende Gesichter danach zu sehen. Das ist eine schöne, schöne Sache, mit Filmen gemeinsam so viel zu erleben. Danke fürs Einschalten bei diesem Video zur Social Movie Night von Pets. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3. Entdecke das geheime Leben der Haustiere. Sei ein braver Junge, Leonard. Blah, 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 blah.